Ich habe mir nie gedacht, dass die Polytechnische Schule Delft die Talente von den Schülern so fördert und dass so viele Schüler neue Talente für sich entdeckt haben. Und das finde ich einfach toll, dass die Lehrer das auch so unterstützen und dass wir bei Wettbewerben mitmachen. Und die Besonderheit unserer Schule, der Polytechnischen Schule, sind die Fachbereiche und die stärken dann die Kompetenzen der zukünftigen Lehrlinge. Wie gesagt, das macht mir sehr, sehr viel Spaß. Ich kann sehr viel Zeit in der Metallwerkstatt verbringen, darf aber auch mein zweites Hobby mehr oder weniger, den Sport, im Beruf einbauen, da ich auch Sport unterrichten kann da in der Schule. Und gesamt im Paket mit den Projekten, die wir da zusammen, die Moped-Projekte, was wir derzeit haben, oder auch die musikalischen Projekte, die man sich da einfach alles zusammenbinden kann. Und das macht mir sehr, sehr viel Spaß. Die Hauptaufgabe eines Schülerberaters ist sicher die Lehrstellenvermittlung. Sprich, zu mir kommen Schüler und Schülerinnen, die vielleicht überhaupt noch nicht wissen, was sie werden wollen, beziehungsweise Leute, die eine genaue Ahnung haben von dem, was sie werden wollen, aber keine Lehrstelle haben. Zu mir kommen aber auch Firmen, die Lehrlinge suchen. Und ich bin so ein bisschen das Bindeglied zwischen Wirtschaft und der Schule. Wir arbeiten sehr eng mit den Wirtschaftsbetrieben rundherum zusammen. Betriebe kommen an unsere Schule oder wir gehen mit Exkursionen hinaus, sodass einfach bestmöglich einfach dann Lehrbetriebe gefunden werden, die dann auch unsere Schüler fürs kommende Jahr aufnehmen. Die größte Überraschung für mich ist, dass ich so eine gute Lehrstelle gefunden habe, weil am Anfang des Schuljahres wollte ich noch eine weiterführende Schule gehen und das ist jetzt so plötzlich gekommen und ich bin echt froh, dass ich jetzt so eine super Lehrstelle gekriegt habe. Und unseren Höhepunkt haben wir wohl 2014 erlebt, indem wir den österreichischen Schulpreis gewonnen haben und als beste Schule Österreichs prämiert wurden. Ich freue mich auf Italien, weil das ist sozusagen unsere Abschlussfahrt und über das Jahr hat man gute Freunde kennengelernt, mit denen man sich gut versteht und es ist einfach schön, wenn wir nach 3 Tagen nach Italien fahren mit den Lehrern. Und was mich eigentlich beeindruckt, ist die Entwicklung, die Schüler durchmachen in diesem einem Jahr. Ich beschreibe es so, sie kommen am Anfang zu uns und seien oft noch Kinder und nach diesem Jahr sind es wirklich junge Erwachsene. Das ist eigentlich das, was mir jedes Jahr immer wieder Spaß macht und was eigentlich am meisten prägend ist, diese Entwicklung, was da in der Schule passiert.